Zum 24. Mal fand das Welser Innenstadtkriterium statt. Gründer und Organisator Paul Resch gab unserer Redaktion Einblicke, wie damals alles begann. Ich habe damals gesagt im Welser Verein, wir brauchen ein Kinderrennen, wir brauchen das Kirschblütenrennen, wir brauchen ein Kriterium. Das war vor 24 Jahren und bis jetzt haben wir das Kriterium natürlich als letztes Kriterium in Österreich noch immer. Für die Welser Raiffeisenbank ist das wohlbekannte Radspektakel ein Aushängeschild. Das ist ganz wichtig, weil wir dieses Radkriterium schon 16 Jahre unterstützen und weil das immer eine tolle Veranstaltung im Sommer ist in Wels. Sehr viele Leute in die Stadt kommen, weil wir auch etwas für die Stadt und für die Region tun können, in der wir auch viele Kunden haben. Und das ist auch ein Dankeschön an unsere Kunden. Die EWW-Gruppe unterstützt vor allem die Jugend. Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft und die fördern wir sehr gerne. Nur dazu, was da jetzt ist, in einer Sportveranstaltung, Sport und Energie zusammen, das unterstützen wir sehr gerne mit der Jugend am Start. Ganz, ganz wichtig für den Sport, weil hier ganz, ganz viele junge Besucher sind und das macht natürlich Lust auf mehr, dass man jetzt nicht nur hobbymäßig Rad fährt, sondern dass man wirklich sportlich ambitioniert mit dem Rad fährt und deswegen ganz, ganz wichtig für junge Menschen. Herzlich willkommen heute bei dem schönen sportlichen und gesellschaftlichen Highlight von Wels, nämlich das Welser Innenstadtkriterium. Und jetzt gehen wir gleich zu den VIPs und fragen sie nach ihrer Sportlichkeit. Keine Gnade für die Wade, sagen wir immer, gell? Wird Rad gefahren? Ja, also natürlich bin ich, wie man sieht, kein Radsportler, aber immerhin fahre ich jeden Tag sehr gerne mit dem Fahrrad in die Arbeit und von der Arbeit zurück. Ich war jetzt 4 Tage in Hopfgarten und bin mit dem E-Mountainbike, muss ich ehrlich sagen, gerne hinaufgefahren. Ich habe eher so meine Probleme beim Hinunterfahren. Verkaufst du mehr Fahrräder oder mehr Elektrobikes? Ich meine, der Boom zu den Elektrorädern ist natürlich enorm, aber ich komme eben aus der Rennradszene und durch das kommen auch viel zu mir. Werden auch viele Sportgeräte ohne Motor verkauft. Wie schauen wir aus mit der Umweltverträglichkeit? Sollen wir lieber auf Rad umsteigen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir bei Mitsubishi sehr umweltfreundliche Fahrzeuge haben. Wir bieten alle Antriebsformen an, abgasarme Benzinmotoren, Hybrid, Mild-Hybrid und Plug-in-Hybrid. Früher wäre am Ball gewesen, gell? Wie steigt man um vom Ball auf Fahrrad? Ja, vom Ball am Fahrrad umsteigen, also ich glaube, beides ist gleich wichtig jetzt in dem Sinn, aber man kann natürlich mit dem Fahrrad ins Fußballstadion fahren und auch dann dort Ball spielen und uns zuschauen bei der Spielgemeinschaft Wels, da würden wir uns freuen. Als Initiator des Ganzen hast du wahrscheinlich jetzt so viel mit Vorrädern um die Ohren gehabt, gell? Ja. Fährst du eigentlich privat dann auch noch oder kannst du ein Rad nicht mehr sehen? Nein, fahre ich sehr gern, das ist ja das Entspannendste, Gott sei Dank. Ich fahre sehr gern mit dem Rad, weil das braucht man mit dem ganzen Stress. Wenn es zu viel wird, sagt meine Frau, sitz dich bitte aufs Rad. Haben Sie ein E-Bike oder fahren Sie Normalrad? Ja, ich bin eher, sage ich mal, der passive Sportler grundsätzlich. Ja. Aber wenn meine Tochter mit mir Radfahren geht, dann muss man es aber natürlich herhalten. Ja. Ist es so schön, dass einmal die Radfahrer hier auf eigenen Wegen und nicht in der Fußgängerzone fahren? Ja, ich bin sehr glücklich. Die Innenstadt gehört den Radfahrern eine gute Veranstaltung. Wenn der Herr Stadtrat Ganser das zusammenbringt, dass sie nicht mehr durch die Schmidtgasse rasen und wenn er die Roller auch wieder dorthin stellt, was er verspricht, wäre sogar eventuell wählbar für mich im Jahr 2076. Aber ich bin froh, dass die Veranstaltung hier stattfindet und ich habe gerade gesehen, du hast mit einem Fußballmanager auch gesprochen. Die Sonne geht gerade auf. Wenn ich mit deinem Bruder damals aufs Spielfeld gelaufen bin in jungen Jahren, ist bei uns beiden auch immer die Sonne aufgegangen, weil wir beiden waren die besten Verteidiger in unserer Jugendmannschaft beim Café Urban. Also jede Firma hat eine Scherpendame mit. Die steht dann im Hintergrund und macht Werbung quasi für die Firma. Bei uns ist es die TGW von den jeweiligen Sponsoren. Und gefallen euch ein paar Sportler von den Radfahrern? Habt ihr schon gesehen? Ja, es sind ganz hübsche Männer dabei, ja. Mit den langen Haaren? Ja, stimmt, der ist mir aufgefallen, ja. Wie wichtig ist eigentlich so eine Challenge in Wels? Ja, so ein Radkriterium ist ganz was Wichtiges, bringt die Spitzenfahrer, sprich auch von der Tour de France und so in die Innenstadt auf einen kleinen Rundkurs. Schön ist denn Wels als Ambiente für das Radkriterium? Ja, das Ambiente könnte ja nicht besser sein. Einerseits stehen wir hier am frisch sanierten Cahier und andererseits sieht man im Hintergrund die Baukräne. Das heißt, in Wels tut sich was, Wels wächst und es könnte nicht besser sein. Wer weiß ja, wie wichtig das Innenstadtkriterium für die Stadt ist und für die Innenstadt natürlich ganz besonders, weil die Belebung, die wir hier haben, ist natürlich etwas ganz Tolles.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr zum 25-jährigen Jubiläum, wenn es wieder heißt, alle sind mit dem Radl da.